Huhu und willkommen zurück im Jadereich. Wir hatten ja hier noch vor, die Konfiguration des Pferdes erneut mal durchzuklabaustern. Da legen wir doch gleich mal wieder den Magenstein einer Kuh hinein, den wir dafür brauchen. Juppala, und alle aus den Zahnrädern sehen natürlich zu. Das ist doch kein Problem für uns, den Kurbelkessel schmeißen wir an. Na, komm schon, yay, da geht er los. Dich, euch wollen wir nicht. Ihr seid unerwünscht, ihr seid nicht eingeladen zu unserer Party. Und die Blitzkugeln dürfen ein bisschen blitzen. Yay! Und den klatschen Schornstein. Klatsche die Batschi. Yissa. Ja, super. Die laufen ja schon. Ja, nur noch das Wasserrad müssen wir anhebeln. Und ich glaube, es ging mit einem Tiger. Der Tiger, der frisst den Magenstein einer Kuh. Hopsa! Ja. Bereits benutzte Konfiguration. Das passiert also nichts Außergewöhnliches. Wir werden nicht getötet, wir kriegen keine Verbesserung des alten Stils. Wir, ja, haben nur, was wir eben haben. Und schwupps, alles aufstellen. Dann nehmen wir gleich mal wieder den Behältnis wieder raus. Den nehmen wir mit. Aha, und der Kang wollte ja noch mit uns dann eine kleine Reise beginnen. Wir müssen aber erst nochmal zurück. Ein sehr faszinierender Ort. Sehr wohl, das ist er. Wir wollen wieder zurück. Wenn wir es zurück in die reale Welt schaffen, sprecht mich wieder an. Dann machen wir uns auf zu diesem kleinen Windkartenabenteuer. Habe ich, wenn wir es schaffen, gesagt? Ja, das habe ich. Oh, oh, mir schwant Übles. Ah, wir haben es geschafft. Vielleicht? Ja, wir haben es geschafft. Einwandfrei, einwandfrei. Na dann, Kang, auf geht's. 3 Tage wach. Ich komme ja schon. Bin sehr beschäftigt und nicht sehr gesprächig. Auf zu neuen Abenteuern. Wir wollten doch mit der Windkarte ein bisschen loslegen. Ich warte nur darauf, dass ihr der Karte folgen wollt, die wir nach der Benutzung des Fabrikators gefunden haben. Sicher hilft es meiner Erinnerung und für euch springt vielleicht auch was dabei raus. Wer weiß. Ja, wer weiß. Ich glaube, wir können davor jetzt auch nochmal auswählen, welche Verbesserungen wir für die Libelle mitnehmen. Aber erstmal lasst uns loslegen. Ah, ich freue mich darauf. Sich an längst vergessene Dinge zu erinnern, ist wie wenn man ein Geschenk zum 2. Mal öffnen darf. Yeah, da freut man sich besonders drauf. Und hier sind wir schon bei der sogenannten, der Zubehörauswahl, die ich ja vorher gesehen habe. Die leuchtende Aura wollen wir mit. Dann kreischende Wut. Ja, wollen wir nicht. Wirkungsrüstung wir auch nicht soll. Den Zeitbändiger finde ich toll. Und den Zorn des Drachen. Ja, mittlere Chi-Kosten extrem hoch. Und mittel, extrem hoch. Na, dein Zeitbändiger könnte interessant werden. Zorn des Drachen, da räumen wir da mal so ordentlich auf. Ich bin ja mal gespannt. Legen wir los. Erstmal mit der leuchtenden Aura. Und danach möchten wir dann, wenn wir soweit kommen, die, Oh, das ist natürlich gar nicht schön. Weg mit euch. Die Strecke ruft noch mehr Erinnerungen weg. Wach. Ah ja, das... Ich hoffe, dass die mehr Erinnerungen freiruft, denn wir haben hier einige Probleme mit diesen komischen... sieht aus wie Hirne. Ein bisschen... Oh, geh weg, geh! Komm schon! Ihr schwant langsam. Es hängt eine Menge ab von diesem Flug. Ja, das glaube ich auch. Bam! Haha, das war der Zorn des Drachen. So sieht das aus. Sehr cool. Hat super geholfen. Einwandfrei, dass wir jetzt davor angesetzt haben. Oh, das war knapp. Sehr knapp. Was haben wir denn da? Weg. Knapp. Ja, mal sehen, wie wir hier hinkommen. Ich bin gespannt, was wir überhaupt kriegen danach. Haben wir es schon geschafft? War es das schon? Ich hätte nochmal gerne den Zorn des Drachen eingesetzt dann davor. Ja, jetzt kann ich alles ganz deutlich erkennen. Oh, okay. Aber wir noch nicht, denn wir haben hier noch einiges zu tun. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ah, komm schon. Das war echt sehr, sehr knapp. Ah, zack. Oh, da kommen sie durch die Mitte geflogen. Oh. Und euch hau ich auch noch weg. Ah, das schaffen wir ziemlich gut. Oh, bis jetzt sind wir wirklich extrem gut dabei. Bam, und wieder alle weg. Interessant. Wir haben zwar kein eigentliches Ziel, aber der Flug hilft meinem... Hilft deinem Gedächtnis. Allerhand, das ist ja allerhand. Und was hast du jetzt herausgefunden, Kang? Da bin ich doch mal gespannt. Trugbild. Tja, wieder mal ein spannendes Abenteuer. Diesmal gibt es keine neuen Geräte zu bauen, aber ich habe trotzdem mehr zu bieten als nur Erinnerungen.
fremdartigen Brennstoff für den Fabrikator. Wow. Wo es sich da wohl drum handeln mag. Aber wo habt ihr es überhaupt her? Wir sind doch gar nicht gelandet. Irgendeiner Tasche? Habt ihr eingenähte Taschen irgendwo? Ich habe ein Netz rausgehängt. Moment mal, habe ich überhaupt eins? Doch, habe ich. Ich habe eine Menge Dinge und das ist gut so, denn wir können das Zeug brauchen. Mit den richtigen Konfigurationen können diese neuen Elemente die tollsten Effekte produzieren. Grund zur Freude! Hey, Grund zur Freude, es muss doch mehr dahinter stecken. Das Ding ist doch sicher nicht nur ein Spielzeug. Ich verstehe, was ihr meint. Es scheint schon seltsam, durch eine so komplizierte Abfolge von Reifen sprengen zu müssen, bloß für ein paar Klunker als Belohnung, auch wenn Klunker immer etwas Nettes sind. Vielleicht finden wir mehr heraus, wenn wir den Fabrikator öfter benutzen. Wie damals, als die Karte für die letzte Reise auftauchte. Es steckt sicher ein Plan hinter all dem. Fürst Lau würde so ein Ding doch nicht einfach grundlos unbeaufsichtigt zurücklassen. Ich lasse die wundersame Libelle doch auch nicht irgendwo am Straßenrand stehen. Ja, das stimmt. Ich bin immer gespannt, was sich dahinter verbirgt in diesem Plan. Ich steig noch nicht ganz dahinter, aber na, vielleicht irgendwann. Schön, schön. Ich überlege mir noch was Nettes für die Libelle. Vielleicht eine Schlinge, mit der man Rinder schleppen kann, wäre sicher nützlich. Aussterbende Gattung, diese Rinderstämmer. Naja, also, oh, eine Fiole mit Schwefelwasser. Die konnten wir auch schon irgendwo anders kaufen, aber diese Rinderstämme, die sterben doch nicht aus. Die sind noch voll gut dabei, nicht wahr, Morgenstern? Seid vorsichtig in der Festung der Lotus-Assassinen. Sie mögen zwar nicht wissen, dass ihr ihr Feind seid, aber sie sind trotzdem gefährlich. Ja, danke. Wir werden auf uns Acht geben, aber habt ihr etwas auf dem Herzen? Ich möchte ihr gegenüber nicht undankbar erscheinen, aber die Gegenwart von Seidenfuchs bereitet mir Sorgen. Sie ist schließlich die Tochter des Kaisers, und wir wissen nicht, welche Rolle er in Meister Lys Entführung gespielt hat. Können wir ihr wirklich trauen? Naja, warum macht ihr euch Sorgen? Sie hat uns mehrfach ihren guten Willen bewiesen. Euch gegenüber ja, aber nicht mir gegenüber. Ich glaube, sie sieht mich als Rivalin. Aber ich weiß nicht einmal, worum wir ihrer Ansicht nach kämpfen. Naja, Morgenstern, ich glaube, sie beneidet euch einfach. Die Prinzessin? Die Tochter des Kaisers ist neidisch auf mich? Ich glaube, die Größe der Stadt hat euch ein wenig die Sinne vernebelt. Was könnte ich haben, auf das sie neidisch ist? Was könnte eine Frau aus den Grenzlanden haben, das die Prinzessin nicht hat? Na, da fällt mir unter anderem die Freiheit ein, die du genießt. Du bist keinem, ja, einer Herrscherfamilie unterlegen. Wie, na, ich rede schon wieder Unsinn. Auf jeden Fall ist sie nicht diesen, ja, ganzen, wie nennt man das doch gleich, diese, naja, wie auch immer. Aber vor allem meine Zuneigung. Was? Es tut mir leid. Das kam etwas unerwartet für mich. War ich das etwa nicht klar? Ich habe euch oft genug mit Rat zur Seite gestanden. Ihr wart mir immer ein guter Freund. Aber ich wollte nie... Ich meine, ich konnte nicht... Nein, so einfach ist das nicht. Das ist mir zu unsicher. Ihr könnt mir so etwas nicht so ohne weiteres entlocken. Nicht, solange ihr jederzeit verschwinden könntet. Ich gehe dann mal... Nein, wir haben hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Was gibt's denn da alles? Ihr fürchtet schon jetzt das Ende von etwas, das kaum begonnen habt. Woher kommt diese Zurückhaltung? Aber warum... Ah, wir haben doch schon festgestellt, dass wir kein Zuhause mehr haben. Wie sollte ich da verschwinden können? Ja, sehr logisch. Ja, ich könnte verschwinden. Was würdet ihr dann tun, Mädchen? Was wäre euch lieber? Dass ich an euch gekettet bin? Ich werde nicht euer Sklave sein. Naja, aber... Das stimmt schon. Wohin sollen wir denn gehen? Wir haben doch kein Zuhause mehr. Und wir haben doch erst zuvor gesagt, unser Zuhause ist da, wo sie ist, und ihr Zuhause da, wo wir sind. Versucht es nicht mit Spitzfindigkeiten. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht schon die ganze Zeit darüber nachdenkt? Es kam mir gerade eben erst in den Sinn. Aber ich fürchte wirklich schon das Ende von etwas, das kaum begonnen hat.
Woher diese Zurückhaltung? Ich möchte mich und das, was um mich herum geschieht, so weit wie möglich unter Kontrolle haben. Seidenfuchs, oder wie auch immer sie genannt werden möchte, ist eine Unbekannte. Und wie soll ich Balance finden, wenn ich nicht weiß, wofür sie steht? Ihr und ich, wir reden und teilen unsere Gedanken, aber sie zwingt mich dazu, zu bedenken, wohin das führen könnte, im Guten wie im Schlechten. Dafür bin ich einfach noch nicht bereit. Na, dann nehmt euch doch alle Zeit der Welt. Oder so, aber Seidenfuchs zwingt euch also darüber nachzudenken, wohin unsere Gespräche führen könnten. Ich sollte mich wohl bei ihr bedanken, ja? Vielleicht sollten wir noch mit ihr sprechen? Wagt das bloß nicht. Oh, ihr neckt mich schon wieder. Ich weiß einfach nicht, was ich mit euch anfangen soll. Ihr habt euch so sehr verändert, seit wir zwei Ströme verlassen haben. Zum Guten, hoffe ich. Vielleicht habe auch ich mich verändert. Trotz all der Widrigkeiten, denen wir uns stellen müssen, fühle ich mich, als wäre eine Last von meinen Schultern genommen worden. Ich glaube, wir werden in Zukunft noch eine Menge zu besprechen haben. Ich freue mich schon darauf. Ich danke euch für euer Verständnis. Meister Lee hatte recht. Ihr seid etwas Besonderes. Na dann, bis später, Morgenstern. Lauft nicht zu weit weg. Ich würde mich sonst sicher in der Stadt verirren. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass unser Umhang die gleiche Farbe hat etwa wie ihre Kleidung hier. Du siehst ja auch sehr, ja, sehr reizend gekleidet hier. Ja, sehr gereizend. Seidenfuchs, ja, du stehst da ganz gut. Wir hauen uns mal in die Arena. Nach den vielen, vielen Kommentaren, die es zu der Frage gab, habe ich jetzt entschieden, dann doch dem Ruf der Community zu folgen. ja. Und weiter in der Arena zu kämpfen. Also eigentlich, ja, läuft das alles nur auf meinem Mist hier. Aber, hey, ich spiele hier ja auch. Für euch. Weil wenn sich da niemand meldet. Aber ihr habt euch ja alle gemeldet. In Gedanken habe ich euch immer gehört. Während eine andere Stimme die Melodie von Tetris gesummt hat. Alles klar, hier ist alles in Ordnung. Nicht wahr, Ki? Ich würde gerne hören, dass ihr bereit seid für euren nächsten Kampf. Na, deswegen sind wir doch... Was braucht ihr? Wir brauchen einen nächsten Kampf. In der Goldklasse erwarten euch die härtesten Kämpfe des gesamten Kaiserreiches. Betrachtet sie als Prüfung, ob ihr bereit seid, dem Verwüster entgegenzutreten. Euer erster Kampf ist eine seltene Herausforderung. Es gibt da einen Kampfstil, der vor 500 Jahren verboten wurde. Ihr werdet den Stil des Phönixordens kennenlernen. Was ist so besonders an diesem Stil? Das findet ihr am besten selbst heraus. Ich werde nur so viel sagen, wenn ihr ihm gewachsen seid, wird es ein denkwürdiger Kampf. Das klingt interessant. Wenn der Stil verboten ist, warum soll er denn in diesem Kampf zum Einsatz kommen? Warum wir? Warum werden wir immer als Testperson benutzt? Ich halte nichts von antiquatorischem Prohibitionismus. Wie ihr sehen werdet, ist dieser Stil nicht fair im Einzelkampf, aber durchaus eine faire Prüfung für die Fähigkeiten eines Meisterkriegers. Na, dann bereit den Kampf vor. Ich werde mich diesem Kampfspiel des Phönixordens stellen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Hervorragend. Ich frage mich, ob wir diesen Stil erlernen können, wenn wir die besiegen? Vielleicht. Vielleicht. Den Kampfstil des Phönixordens beherrscht kaum jemand. Niemand ist überhaupt je gegen ihn angekommen. Bislang. Oh, dieses sehr gesunde blaue Leuchten um die Füße wird mir wohl sagen, dass sie mich vergiften wollen. Aber damit machen wir mal kurz einen Prozess. Papa. Papa. Oh, das funktioniert sogar beim Krötendämon. Das ist ja mal... was Neues. Nein. Was zur Hölle? Oh. Oh. Ja, da gehen wir wieder schnell zurück. Der Phönix-Stil, also. Kein Wunder, dass der so beliebt ist. Da würde ich mal sagen, wir laufen ein bisschen frei rum und kämpfen mit diesen lustigen Leuten. Bam! Huch! Ihr kriegt uns nicht, denn wir haben auch noch den Sturmdrachen! Abham! Hui! Schock, schock!
Jetzt ist es an uns, die anderen Leute hier zu vermöbeln. Bam! Au! Ja, hier ist ein ganz schönes Flugmanöver von uns. Gut, wie gehen wir das am besten an? Wir haben hier noch die lähmende Hand. Hallo! Kuckelikuck! Bam! So soll das aussehen. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, wir müssen also mehr mit Fokus arbeiten. Vielleicht auch mit einer Waffe. Und wieder mit der Zielanrichtung. Dann funktioniert das viel besser. Weg mit euch. Erstmal schön die Meute ein bisschen ausdünnen. Und bloß keine im Rücken halten. Zack, zack. Oh, nicht gut. Bloß nicht treffen lassen. Anscheinend, okay, die benutzen nicht wirklich den Phönix-Deal am Anfang. Der Phönix-Deal ist nur diese Vervielfachung. Das, was die anderen hier benutzen, ist erstmal hier Doppelsäbel und der Kampfstil, die Viper. Dieses grüne Leuchten, der vergiftet. Anscheinend auch selbst die Dämonenform, die man annehmen kann. Das ist schon ziemlich besonders irgendwo. Also sehr harter Kampfstil. Dafür haben wir jetzt aber hier erstmal ein gutes, ja, ein Vorteil, dass sie hier alle so weit wegschicken können. Und die hier mit ihren harten Schlägen schön auskontern können, denn die dauern einfach viel zu lange. Können wir nochmal nachsetzen. Aua, das ist ja interessant. Sogar im Fokusmodus haben die uns noch weggehauen. Kein Ding. Aber hier sind wir stärker. Ich glaube sowieso, dass der weiße Dämon hier vielleicht die beste Art ist, vorzugehen. Wenn die hier alle die Schlange einsetzen, hauen wir eben mit dem Fokusmodus und dem weißen Dämon nach. Das dürfte eigentlich kein Problem darstellen ab jetzt. Aber vielleicht soll ich auch nochmal mein Chi auffüllen. Zack. Wunderbar. Ein bisschen auffüllen. Und kommt doch, meine Freunde. Bam. Und dich hole ich auch mit. Und den anderen natürlich auch. So, das sollte reichen. Und dann, leider können wir ja unseren Fokus nicht direkt auffüllen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen drauf achten. Und ich sollte hier weniger labern und ein bisschen mehr die Leute aus dem Weg räumen. Finde ich. Und jetzt machen wir hier gleich noch den Chi-Schaden dazu ein. Können wir wieder auffüllen mit unserem hübschen Seelenfänger-Stil. Der doch noch so lange seine Verwendung findet. Oh, das ist natürlich unschön gewesen. Mal schnell ein bisschen auffüllen. Muss eben nochmal über das Mikrofon linsen. Und zack. Bam. Sehr hübsch. Bam, bam, bam. Und weg mit euch. Au, das... Oh, was zur Hölle. Das hat ja ordentlich reingezimmert. Oh weh. Da würde ich sagen, Seelenfänger mit Schaden. Nein, keine Viper. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Nimm den Fokus. Zack. Und nochmal. Zack. Da. Ja, so kann man hier ein bisschen Spaß haben. Und links und rechts und links und rechts. Haha, kurz davor abgeleitet. So, jetzt dürfen wir wieder ein bisschen Spaß haben mit denen. Also wir haben ja eine Zeit ja schon Spaß, aber jetzt wird's lustig für die. Damn. Und weg mit euch. Papam, two of a kind. Super, das hat ein bisschen länger gedauert, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Die Legende besagt, der Kampfstil des Phönixordens wurde verboten, weil er unschlagbar war. Aber auf die Legende habe ich nie viel gegeben. So hatte ich mir den Auftakt in der Goldklasse für euch vorgestellt. Ihr braucht das Publikum auf eurer Seite, bevor ihr dem Verwüster entgegentreten könnt. Na, ich hoffe, das hat gereicht fürs Erste. Aber das wären erstmal alles Key. Es sind interessante Zeiten. Ihr solltet euch in den Straßen genauso vorsehen wie im Ring. Ich fürchte, Kai Lan ist von eurer Leistung alles andere als begeistert. Na, bisher hatten wir noch keine Probleme, aber vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Bis dann, Freunde!